Paris steht im Champions League-Finale. Herbert Prohaska spricht über Rapid und modernste Technik in Spielberg. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem KRONE.at Sportstudio. PSG steht nach vielen Jahren erfolgloser Versuche erstmals im Endspiel der Champions League. Der von den Geldgebern aus Katar finanzierte Club aus der französischen Hauptstadt setzt sich im ersten Halbfinale in Lissabon gegen RB Leipzig klar mit 3:0 durch. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielt bei den Sachsen durch. Konrad Leimer ist bis zur 62. Minute auf dem Feld. Die Tore für die Franzosen erzielten Marquinhos, Angel Di Maria und Juan Bernat. Beim 2:0 glänzt Superstar Neymar mit einem sehenswerten Assist mit der Ferse. Für Paris bietet sich somit am Sonntag die Chance auf den Gewinn der ersten europäischen Trophäe seit dem Cupsiegerpokal 1995-96. Damals setzte sich PSG im Finale gegen Rapid mit 1:0 durch. Der Finalgegner von Paris wird heute Abend im zweiten Halbfinale ermittelt. Bayern München trifft um 21 Uhr auf die Überraschungsmannschaft Olympique Lyon. Das Spiel wird zum besonderen Wiedersehen für Bayern-Spieler Tolisso. Je suis obligé de dire que c'est une équipe de coupe, étant donné que, bah, comme tu l'as dit, ils sont allés loin en Coupe de la Ligue, en finale, Coupe de France, demi-finale. Et la Ligue des Champions, ils sont en demi-finale aussi. Et après, en championnat, c'est vrai que c'était plus compliqué. J'ai suivi leur parcours et après, même si le championnat s'arrêtait, c'est vrai que leur première partie de saison avait été très difficile. Donc ouais, cette année, ça a beaucoup plus été une équipe de coupe. Ouais, c'est assez exceptionnel, surtout que je me suis toujours dit quand je suis parti de Lyon, voilà, quand est-ce que j'allais pouvoir rejouer contre eux et les retrouver. Et voilà, je ne m'imaginais pas que ça pouvait être en demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est bien, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content de pouvoir les revoir. Spätestens nach dem 8:2-Torfestival gegen den FC Barcelona ist der Club von David Alaba der große Favorit auf den Champions League-Titel. Im Viertelfinale gegen Barca liefen die Bayern-Spieler fast 10 Kilometer mehr als Messi und Co. Zudem haben sie alle 13 Partien im Geisterspielbetrieb gewonnen und dabei sagenhafte 45 Tore erzielt. Herbert Prohaska ist die Ikone der Wiener Austria und doch war auch Rapid zu Beginn seiner Karriere an ihm dran. In Teil 1 des höchst launigen Sommertalks mit Michael Falli verrät Prohaska beim Heurigen, warum es mit dem Engagement bei den Hütteldorfern nichts wurde und warum er sich sogar früher als Rapid-Fan ausgab. Dazu muss ich sagen, es ist mir oft nachgesagt worden, dass ich also Rapid-Anhänger war. Die Wahrheit war so, ich war... Darfst du durch ein Geständnis ablegen jetzt? Nein, ich war eigentlich von niemandem Anhänger. Einfach aus dem einen Grund, mein Vater war ein fanatischer Wiener-Anhänger und hat mich immer, wir haben eigentlich alle Heimspiele, waren wir auf der Hohen Warte. Die Wiener war aber meistens so schlecht, dass es nie, ich habe natürlich auch wegen meinem Vater zur Wiener geholfen, aber meinen Freund, meine Freundin in der Schule und überall habe ich mir nicht sagen getraut, dass ich Wiener-Fan bin. Und dann war ich gerade Rapid erst und habe immer gesagt, ich bin Rapid-Anhänger. Den gesamten ersten Teil des Interviews mit Herbert Prohaska können Sie sich jetzt auf KRONE.at ansehen. Und dann blicken wir noch in die Steiermark, wo sich die MotoGP-Stars die Zeit vertreiben, bevor sie am Wochenende wieder ihr Leben riskieren. Zur Auswahl stehen Fahrradtouren, eine Kartbahn, ein Outdoor-Gym, ein Enduro-Track oder Offroad-Fahrangebote, bevor es ab Freitag wieder auf der Strecke zur Sache geht. Spielberg ist jedenfalls so sicher wie noch nie zuvor, es gibt die modernste Technik am Ring. Zum ersten Mal kann das Ärzteteam auf einen mobilen CT-Scanner zurückgreifen. Binnen nur 15 Sekunden ist der Körper komplett damit durchleuchtet. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Fußballabend und bis zum nächsten Mal.